Kennt ihr dieses Weihnachten, von dem alle reden? Schon mal gehört, ne? Das hasse ich. Das sehe ich. Denkt ihr, ich bin der Weihnachtsmann? Vielleicht bin ich gar nicht der Weihnachtsmann, sondern der Grinch. Ich schenke Hakenkreuze an Weihnachtsbäume. Yeah. Ich müsste die einmal lösen. Alles gut. Gut, den Tür, ja. Kennst du das? Ja. Kennst du das? Pass auf. Unfall im Tunnel. Ah. Aua. 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 Fuck. Yeah. Yeah. Hallo Leute, ich bin der Grinch, bin gruselig. Warte, ich finde das hier gerade nicht. Geht euch noch so? Ich sehe gerade aus. Ich krieg nicht auseinander. Vielen Dank, vielen Dank. Ganz schlechte Weihnachten. Hast du Weihnachten auch so sehr wie ich? Ja. Ah, cool. Endlich mal jemanden gefunden. Sehen Sie mich an, ich bin mit Ihrer Höllenmaschine gefahren, mit diesem Karussell Rhinoceros. Mir ist schlecht. Das sieht man an der Farbe meines Gesichts. Es ist grün. Wem schreibst du dich? Wisst ihr, wer ich bin? Ja. Wer bin ich? Ja, der Grinch. Hast du gedacht, ne? Hast dich von mir vermaledeigt lassen? Ich bin nicht der Grinch. Ich bin der Weihnachtsmann. Ihr habt euch von meiner grünen Farbe verwirren lassen. Ihr müsst immer hinter den Menschen gucken. Und jetzt, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Gibt's nicht. Du kriegst ein neues Gesicht. Mmh, Schmacko, lecki. Marco, Fransko, Markus, Lansko. Mmh. Kann man da mal eins gegenschlürfen? Nicht so Schlürfolores heute? Keine Schlürfolerie? Jung, kann ich was von einem Heißgetränk mal gegenschlürfen? Gegen? Für was? Dass du mir was abgebularis. Schanke Dönski. Wo kommst du her? Was machst du? Was denkst du? Keine Ahnung. Meinst du, ich kann da auch mal was wegtrinkularis? Ja. Was? Ab Andreas Geburani? Der war jetzt echt schlecht. Den Glühwein Olores? Den Glühwein-Zon vom Dach? Genau den. Ganz ja. Ich hab nicht verstanden. Schanke Dön Bitteböhn, ja? Ja, alles klar. Ich weiß trotzdem nicht, was du sein sollst. Was denkst du? Denkst du, ich bin der Weihnachtsmann? Nee. Falsch geraten. Ich bin der Grinch. Ja. Aber du dachtest jetzt wegen der Mütze. Da bist du einem Irrtum unterlegen.
Ehe verhalten.